und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Wir sind mit Eve im Greed Mode. Bestimmt schon zum vierten Mal oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass wir diesmal der One. Das könnte schaffen. Das könnte klappen bis zu Ultra Greed. Hypo-Fan ist gut. So, das Ding entfernt doch alle roten Herzen aus dem Spiel, oder? Das ist genau das Richtige. Na toll. Und Change. Ich meine, genug Schlüssel haben wir jetzt eh. Zum Bursting Sack, Spider Love, okay? Ist das so ähnlich wie, Skatole? Oh nice, hier sind noch mehr. So stark. EFF. Naja. Ich habe einen Begleiter, aber der bringt eigentlich nicht so viel. Das Synthol wäre ein bisschen praktischer, denke ich. Oder die Seelenherzen. So. Wieso dauert es gerade so lang, die dumme Pistol Ball zu benutzen? Justice, später. Hoppla. Das waren ja die. Ach, das gibt's doch nicht. Gerade habe ich noch gelernt, dass die es sind und dann das. Ich bin so eine Schande gerade. Okay, das war auch total dämlich. Wieso kann ich Isaac nicht mehr spielen? Auch jetzt mal auf dem 3DS habe ich ganz fürchterlich gespielt. Ja, wo sind die Gegner? Ich nehme an, sie waren irgendwo und meine Transcendent Tears haben sie einfach alle erledigt. Oh, nee, Lams. Toll, ich dachte, ich könnte ausweichen, aber nein. Hilfe! Das wird mir langsam ein bisschen zu viel. Na ja, jetzt kriegen wir schon irgendwie hin. Das ganze Geld, das wir sammeln, geht dann in Seelenherzen, denke ich. Oder soll ich doch Synthol... So wie ich spiele, sollte ich vielleicht lieber Seelenherzen sammeln, kaufen. So, Two of Hearts. Ja, genau das, was ich nicht will. Leider entfernt der Demon's Tail anscheinend nicht die gimpy roten Hearts. Okay, eigentlich genug Geld, um mir Synthol zu kaufen und ein Seelenherz. Was zum... Was tut ihr mir hier an? Das sind ja auch nur Champions. Viermal! Und das ist nur der normale Boss. Das ist keine extra Runde. Hilfe, ihr habt mich eingesperrt. Wie bin ich denn da dran vorbeigekommen? Hilfe! Ich weiß überhaupt nicht wohin. Gott, wenn ich jetzt den Lost wäre, wäre ich so verloren. Ich denke, wir sind jetzt auf ja, Maximum Damage. Ich meine, das bringt jetzt zwar nichts bei Ultra Greed. Hey, wir haben sie tatsächlich fast schon hinbekommen. Einer muss noch da sein. Jedenfalls ist der nächste Boss schon da, hat Isaac. Champions Golex. Okay. Hilfe. So, mal weg mit dem da unten auch. Irgendwie ist der da fest, oder? Das Gefühl, der hängt fest. Hilfe. Das sind nicht gerade die besten Bosse da im Raum zusammen. So, perfekt. Erledigen wir Skolex. Irgendwie zur Seite gehen. Perfekt. Das hat gut geklappt. Mhm. So. Ich hasse Skolex. Ich habe das Gefühl, der war in Vanilla ein bisschen leichter zu besiegen, aber in Beavers ist der echt nervig. Weil man den wirklich kaum trifft. Jetzt macht doch mal wieder die andere Attacke. Hört euch mal an, die Musik läuft hier schon richtig lang. Also brauche ich nicht so lang für die Bosse. Jetzt komm schon. Wir wollen auch irgendwann mal vorankommen. Ich will auch irgendwann mal zu Ultra Greed kommen. Wir müssen einsammeln und ein paar Seelenherzen sammeln. Und die extra Runde möchte ich machen. Vielleicht hat der Satan echt mal wieder was im Angebot. So. Also zwei. Vor allem, wenn der Satan diesmal nichts im Angebot hat, können wir es changen. Was? Idlyphs? Idlyphs ist die extra Runde, okay? Ich bin ein bisschen überrascht. Ja, die dummen Augen kriegen mich immer bei Idlyphs. Aber hier kann ich mich jetzt schön hinstellen. Und, naja, durch die Felsen schießen. Super.
Hey, ich habe hier ein paar Bomben, sehe ich gerade. Hätte ich eigentlich für irgendwas benutzen können. Ich guck gleich mal, ob ich vielleicht die Shop-Händler in die Luft jage und so. Jetzt muss ich nur aufpassen, wenn der Brimstone gleich kommt. Genau, was jetzt ist. Gut, ich kann hinter ihm... Was? Wurde ich jetzt vom Brimstone getroffen oder von was anderem? Gut, dann schauen wir mal. Das ist der Black Circle. Kommen wir erstmal hier rein. Ich werde mal rüberholen und hoffen, dass was Besseres wird. Oh, The Nail. Das ist nicht schlecht. Das ist eigentlich sogar ziemlich gut. So, boing. So, füllen wir uns. Und klein. Bomben benutzen. Nice. Okay. Ach, ich gehe einfach. Ab in den Sheol. Jo, und wir werden angekackt. Supi! Oh, eben dachte ich, es wird ein Curse of Darkness. Das wird nicht. Hey, toll. So, weg. Mom's Coin Purse. Nö? Mein schwarzes Herz drin. Gut, dann der letzte. Menno. Oh, ich dachte eben, war ich habe versehentlich eingesammelt, habe ich nicht. Interessant, wie sind die denn gerade aufgetaucht? Nein! Noch kleiner werden! Ui, super! Hey, seit wann gibt's denn die Friends Till the End Pille wieder? Die ist neu. Bänder. Okay, dann schauen wir noch in den Shop vom Sheol. Ey, super, jetzt habe ich alle Bomben. Ja. Das ist eine Bomberman-Sache. Ach, das ist jetzt schwer. Ich könnte den Nail benutzen und mir alles hier holen. Aber dann habe ich nicht mehr... Ich bin eigentlich stark genug. Ach, ich benutze den hier. So. Oh, Infami hat sich gelohnt. Okay. Dann wollen wir mal. Oh, nachsichtig die. Moment, habe ich die eben verletzt, indem ich von vorne geschossen habe? Bah, die mag ich auch nicht. Keine Ahnung, wie diese heißen. Spider-Globins vielleicht? Ich muss mal auf der Wiki gucken. Nein, der Brimstone Boost. Gott, wie ich sie hasse. Ja, wenigstens habe ich ihnen schön viel Schaden gemacht. Ich bin kaum noch zu sehen. Aber immerhin habe ich einen Heiligenschein über meiner Dämonenform mit den Hörnern. Wir sind vielleicht süß. Wo sind die restlichen Gegner? Oh, der Nail ist schon längst aufgeladen. Hab ich gar nicht gemerkt, dass wir schon so weit sind. So. Ach, da ist immer noch eine Runde. Ich sehe kaum was. Der Schädel ist zu dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. So, die Dinger. Der Pup, der Gisch ist. Hoppla, versammt. Ich habe versehentlich die Bosse aktiviert. Ich schätze, da muss ich mich jetzt drum kümmern. Monstro 2 mit 3 Death Heads ist eigentlich... Ne, 4 Death Heads, aber es ist eigentlich recht human. Also, ich habe das Gefühl, der Sheol kann miesere Sachen bringen. So, wir haben ihn gleich. Gut, die Heads sind auch weg. Ja, so unser Cage. Die sind gerade so stark. Ja, es sind 2! Supi! Muss der hier jetzt sein? So, wo ist der andere? Der macht gerade diese Bullet-Hell da unten. Ach, die haben gerade schon ausgespuckt. Pff, knapp. Ich meine, super, dass wir so schnell sind und so klein. Was? Ich bin getroffen worden, oder? Was zum? Ich habe den Schatten gar nicht gesehen. Shit. Hab ich die extra Runde? Nee. Nee, wir brauchen keinen Bullet-Deal. Wir haben eben keine Herzcontainer mehr. Tja, 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 was machen wir denn? Wir holen und hoffen, dass Seelenherzen kommen. Shit. Nochmal.
Immer noch nicht. Komm schon. Immer noch nicht. Bah. Supi. Und gar nichts. Oh verdammt, jetzt habe ich ja nicht eine Münze zu viel eingeworfen. Den Mr. Donny hätte ich mir nämlich besorgen können. Schade, hier sind keine Gegner drin. Naja, wir müssen nur noch den Shop in Ultra Beat schaffen. Die beiden Cakes haben mich nur ziemlich überrascht. So, das war's dann jetzt mit Schatzräumen. Super, auch hier gibt's keine Seelenherzen. Das heißt, wir müssen uns jetzt ziemlich auf unseren Nail verlassen. Und ihn immer aktivieren, sobald. Ich könnte mir noch das da holen. Oder das Fanny Pack. Mal gucken. So, wir haben es jetzt zum Glück gleich. Interessant ist, die Musik hier dann wieder die ist, wenn man einen Mini-Boss hat. Hoppla. Oh, vielen Dank, Gimpy. Du hast ja jetzt Seelenherzen droppen lassen. Ach sicher, weil ich inzwischen so weit unten bin. Ja, das ist ja Pride. Zweimal. So viele Todsünden hier. Der Shop hat irgendwie so seine ganz eigene Gegner. Also ich kann das gar nicht so richtig sagen. Nicht kaum an Chest oder Darkwing. Nur ein bisschen. Und Eimaus und Fuß. Und ich habe mich verletzt. Ich krieg den Nail auf jeden Fall nochmal zum... Hallo, Bruce? Nochmal zum Benutzen. Das krieg ich hin. Nicht schlecht. Und hopp. So. Das war gut. Und das ist wieder Pfeil. Super, bleibt so. Okay. Das kaufe ich einfach. Auch wenn ich schon dabei bin, ein paar Orbitals zu haben, ist nie verkehrt. Gott, der ist so groß wie wir. Hui, Super Envy mal 2. Gut, dass wir gerade so stark sind. Gut, dass ich gerade überhaupt nicht treffe. Achso, ich habe ja Spoonbinder. Ich habe mich eben gefragt, warum die Tränen gerade alle herkommen. Stimmt ja. Da war ja was. Die zielen. Sie kommen zurück. Wollen treffen. So, hier. Ich bleibe einfach ein bisschen hier unten. Das Problem ist, wenn der nächste Boss kommt. So, wir haben es fast. Und das noch, bevor der nächste Boss kommt. Ich glaube, einen gibt es noch. Perfekt. Wo? Wenn du unten... Ja, also Frail mal 3. Das könnte übel werden, sobald die mit ihrem Boomstone anfangen. Hier schön im Kreis laufen. Und am besten überhaupt nicht stehen bleiben, denke ich. Das Gute ist, die Transcendent hier sind gerade perfekt geeignet für diesen Boss. Es ist nur noch einer, stimmt, so konntest du ja stehen. So, wir machen nicht die extra Runde. Da oben können wir nichts mehr machen, oder? Wir könnten höchstens noch den benutzen. Und hoffen, dass irgendwas Nettes herauskommt. Infester, dabei ist es doch überhaupt nichts aus mir rausgekommen. Verstehe ich nicht. Explosive Diarrhea, okay. Oh, ah doch, ich hab noch. Ja, so, hey, der ist nicht kaputt gegangen. Hey, cool. Ich war das Herz rausgekommen. Boah, das war knapp. Also den Nail kriegen wir auf jeden Fall nicht mehr aufgeladen. Wie immer, mal gucken. Was? Nichts? Normal sind hier Gegner. Das wird ja auch mal Zeit. Was zum... War das ein Bug oder was? Wieso hat Monstro gerade so lange gebraucht?
So, tief durchatmen. Oh, mit was fängst du an, hm? Herzen. Die können wir ignorieren. Ja, toll, Spoonwender. Ignoriere die Herzen, bitte. Wir wollten uns ja einfach nur um ihn kümmern. Bomben. Wie immer. Aus dem Weg gehen. Münzen sammeln, bevor Multiple sie sammeln kann. Wir wollen ja auch noch ein bisschen spenden. Im Unfall geht's Eds kümmern. Und ich muss mich kurz kratzen. So, da oben sind Spinnen. Immer sind es 4, oder? Das Gefühl, es war noch nie weniger als 4. Ich meine, der stampft auch 4-mal auf, stimmt's? 1, 2, 3, 4, jawohl. Hey, aber diesmal sind es nur 3, oder habe ich einen getötet? Boah, fertig war. Und diesmal sind es wieder Herzen. Sagt einfach nur Spoonbänder, was tust du denn? Kümmer dich um Ultragebiet. Und um die Ads. Okay, manchmal ist Spoonbänder ein bisschen nervig. Sag mal, hör auf dich zu heilen! Wir haben es hinbekommen. Okay, also ungefähr auf einem Drittel seiner Energie jetzt. Das ist ganz nice. Nicht übel. Und zack. Fällt mir. Hui, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Schlüssel, verdammt. Ich habe nicht dran gedacht, sie zu zerstören. Tja, ich glaube, wir müssen uns halt um die jetzt kümmern. Hilfe! Okay, das war genau das Richtige. Und wieder Schlüssel. Weg. Shit, ich habe mich wieder treffen lassen. Wir haben zu wenige Tränen gerade. Tier-Wait ist ganz fürchterlich. Allerdings sieht es ja sonst ganz gut aus. Allerdings habe ich schon viel, viel Geld verloren. Hör auf, mich zu nerven mit deinen scheiß Schlüsseln. Ich krieg sie nicht rechtzeitig kaputt. Dann werde ich schon wieder die Gegner erledigen müssen. Ich weiß, es ist einfacher, wenn sie nicht da sind. Deswegen... Okay, diesmal hat er mal versagt. Das Ultragebiet. Hilfe! Total übel. Bomben, Bomben, Bomben. Verdammt! Das war klar, irgendwie klar gerade. Ich hätte eine zerstören müssen. Die waren zu übel. Das muss doch besser werden bei Ultragebiet. Wir haben eigentlich recht wenig Items gerade. Ja, da drüben zeigt uns gerade wieder das Ultra-Greed-Mode an. Also wir sind im Greed-Mode. Ich glaube, das Spiel zeigt einen da unter dem Hub an, wo man gerade sich befindet, damit man, naja, sich orientieren kann. Bei den Challenges ist es ganz praktisch zu sehen, wo man hingehen muss. Oder bei den Daily-Ones. Huch. Ich glaube, wir werden heute nicht viel spenden. Dazu habe ich nicht gut genug gespielt. Mich zu oft treffen lassen und habe ziemlich viele Münzen ausgegeben. Und wir hier mal, wie die Trends sind. Im Moment kann ich nicht sowas machen. Ich kann. Shit, ich habe nicht aufgepasst. Wir haben ihn gleich. Wenigstens eine Münze und zwei können wir spenden. So, bleibt sie denn? Die schwarze Feder ist aufgetaucht. Naja, wir hatten schon bessere Greed Modes. Rein mit uns. Okay, damit ist dieser Run beendet. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns doch in die Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.